Funkgerät, okay. Nicht zu gebrauchen, Walkie-Talkie ist kaputt. Aber da fährt ein Schlüssel dabei. Mit dem E dran. Ich komme mit der Hand nicht durch, am besten ich zerreiße das Netz. Ja, es zerschneidet es am liebsten. Wirst du, was du mit dem Netz dann machen könntest, aber ich hoffe, da kommst du selber drauf, dass du dein. Wir könnten ihm auch. Okay, dann aber das wird ein Salat. Ich kann ihn nicht fesseln, nicht unfähig machen, nicht den Kopf einschlagen. Kann nicht. Machen wir mal das so. Denken damit auf hier. Muss die Tür blockieren, damit sie offen bleibt. Ja, mach doch. Okay. Jetzt. Schön, dass da oben so ein Spiel ist. Einfach klicken, wenn die beiden übereinander sind, ja? Alter. Und klack. Wo kletter ich da eigentlich hin? Beziehungsweise, warum kletter ich überhaupt? Okay, ich bin im oberen Stockwerk. Mit der Karte und ich glaube, ich habe gerade eben was vergessen. Und warum hängt hier das? Alles fertig, außer dass mir einfach so fehlen wie hier. Nach dem Hinweis, ja. Haben wir hier. Verschlossen, bekomme ich mit einer Stange nicht auf, aber möglicherweise mit ein paar Kugeln. Natürlich, ich schieße die Tür auf. Hier kommt schöne Musik drauf. Das ist eine schöne kleine Zahl. Das ist ein schönes kleines Stück, soll das heißen. Number als Nummer. Muss keinen Krach machen. Ja, dann hau doch nicht dagegen. Elena, it's me. Detective, come in. Elena ist verschlüsselt, der Gang da unten hat ihn. Achso, ja. Deswegen ist sie da dran. Ich hatte eben das. Ja. Hi. Elena ist gefangen. Achso, ich muss mit dir sprechen, ja. Quick, Detective. Let's tie him up before he wakes up. Then we can talk. Na klar. Ich denke, der Kerl wird gut gewürzt. Ich werde ihn festnehmen, um auf Nummer sicher zu gehen. Ja, aber wie? Sie hat gemacht. Konzentrieren Sie sich direkt. Lampen sind nicht so wichtig, ja. Okay, was können wir denn hier nehmen, um. Quick, Detective. Let's tie him up before he wakes up. Then we can talk. Brauche irgendwas zum Verteilen. Moment. Ja, danke, das wusste ich auch, aber. Im Schrank. Warum hat der Schrank denn nicht reagiert? Ah, Gürtel. Gürtel ist gut. Gürtel. Gürtel. Don't hurt her. Shush, honey. Detective, we still have your precious Duke. So if we see any sign of the police, your Duke will be gone. Schön, dass ich K.O. geschlagen wurde. Und schön, dass ich schneller wach bin als er. Und dass hier eine Karte rumsteht.
Wenn die Tasche sich jetzt umwandelt, ne? Ja, war klar. Gut, ich glaube, ich nehme jetzt einen Schlüssel hier. Oh, wir haben noch deinen wertvollen Partner Duke. Falls wir ein Polizeiauto sehen, wird er bei den Haien schlafen. Ah, ist Taucher, der macht das auch da. Bin Laufi, spreche. Ich bin wahrscheinlich außerhalb der Reichweite. Schlüssel. Okay, dann wollen wir mal gucken. Hochzeitseinladung. Elena Gore lädt euch zur Jahrhundertparty ein. Glamourös, Spaß, VIP. Mit zwei VIP-Münzen drin und einem QR-Code. Auch ein Auto mit GPS, damit ich ihn lesen kann. Hast du kein Handy? Das ist eine Fernbedienung. Okay, dann haben wir hier Elenas Tagebuch. Da lese ich mal schnell dran rum. Das Geheimnis ist einen Schnitt entfernt. Und dass du mir den Tipp gibst. Sehen wir nach, was Elena zu verbergen hat. Und zwar mit diesem schönen, wundervollen Puzzle hier drin. Der irgendwie nicht so aussieht, als würde er hier reinpassen. Rechts. Hier bist du. Du bist dann halt sowas, ja. Hier rein. Das würde ich hier verorten. Richtig. Da weiß ich immer noch nicht, wo das hin soll, aber das hier kommt da oben hin. Abschussbrief, Schiedsbrief. Hier unten hin, der kommt da oben hin oder auch dahin. Er kommt aber da oben hin. Das heißt, du musst hier irgendwie passen. Ich weiß nicht, wen ich mehr hasse. Veronika oder diesen erbärmlichen Mark. Während ich versuche, meinem Vater zu helfen, die Bank der Familie zu retten, geben die zwei ihr Geld für diese alberne Kosmetikfabrik aus. Wir verdienen heutzutage noch Geld mit Lippenstift. Denn ja, unten hier. Das kenne ich von dem anderen Spiel hier. Und passt dahin. Das müsste hier sein. Und dahin. Hier hin. Die Seite hier. Wahrscheinlich hier. Und da. Ich habe einen echten Mann getroffen, einen Gentleman. Ich bin Hals über Kopf in ihn verliebt. Er ist etwas streng und eifersüchtig und seine Leute folgen mir überall hin, aber dafür bekomme ich viele Geschenke. Ich bin glücklich, zumindest glaube ich das. Was geschieht, wenn er erfährt, dass wir fast bankrott sind? Tja, dann kommt seine Mafia-Kollegen und räumen hier ein bisschen auf. Okay, weiß ich noch nicht. Der ist am Rand und zwar hier. Du bist oben bei der Rose da. Du kommst hier hin. Tassen sind so rum meistens besser aufbewahrt und da unten hin und dahin. Ja. Unten hin. Du kommst dahin, du kommst da oben hin, weil ich das sage, und du kommst doch hier irgendwie nicht so richtig drin vor. Was ist hier? Überfällig. Und jetzt sehe ich gerade, wo das Ding hinkommt. Und so nur hier. Das ist ein wichtiges Beweisstück. Ich brauche ein Foto davon. Mach doch.
Du hast keinen Strom im Handy. Auch ein Ladegerät und eine Ersatzbatterie. Okay, wieso habe ich eine Ersatzbatterie? Egal. Oh, hier traut ja einiges zum Vorstellen in den Tagen. Okay, das war ja nur das Zimmer. Jetzt suche ich durchsuche ich Stans Zimmer. Nachdem ich hier noch mal ein bisschen. Lass dich nicht von den Bettpflanzen walzen. Die Sonne geht unter, bevor sie aufgeht, werde ich diesen Fall gelöst haben. Keine Zeit zum Fernsehen, ja, gut. Hat er mich etwa eingeschossen? Das werden wir noch sehen. Ich habe ja hier diese Ohrringe, damit kriege ich die bestimmt auf. Ich kriege die wirklich damit auf. Okay, dann nehme ich den und den und dann den hier und dann den. Ja. Jetzt hier vorne und dann hier. So eine Tür hält mich doch nicht auf. Apropos Stanszimmer, kann ich hier nicht das Ding hintackern? Ja. Der Schrei. Was auch immer das darstellen soll. Und Jesus und Gott und. Ach, egal. Was ist das hier noch drauf? Nee, ne? Auf der Rückseite steht was. Zwei spezielle Token. Was war hier eigentlich nochmal mit? Jetzt habe ich hier eine Anweisung für, ja? Okay. Ich nehme die Prozente hier mit. Ach, guck. War hier nicht irgendwo eine 8 drauf? Egal, sei es drum. Ich habe eine Banknote gefunden. Ich kann hier wahrscheinlich das Ausrufezeichen noch finden. Und das Prozent. Dann drehe ich hier weiter. Finde hier die Spirale. Und drehe nochmal weiter. Dann finde ich hier den Totenkopf. Und drehe nochmal weiter. Weil ich. Nicht weiter sehe. Die Markierung für einen Schatz oder eine Nummer. Habe ich hier irgendwo noch ein I liegen? Das ist nicht die richtige Methode, ein Geschenk zu verpacken. Muss nochmal nachdenken. Ja, genau. Muss erstmal gucken, was ich hier bewegen kann. Das Ding wieder. Muss ich hier auch noch kompliziert irgendwas? Guck mal, da ist eine Schleife, die kommt auch das Paket. Dann kriege ich das Paket mitgenommen. Okay, da kriege ich das Auge mit. Kleeblatt. Kleeblatt. Aber in mir habe ich jetzt nichts mehr rumzufummeln, oder? Nee. Müsste ich nur noch das mit dem Auge hier machen. Habe ich bei ihr nichts mehr, ne? Gut. Was habe ich bei ihm denn noch? Ich habe hier so einen Kreis für eine 8.
Irgendwas muss ich mit seinem Gesicht machen. So, die 8 hatte ich nämlich irgendwie gesehen und habe mich gewundert, wo die hin ist. So, habe ich hier ein I? Wenn ich mich nicht irre, ist das Stan Gore, ja. Das ist Stan Gore, gut gesehen. So, ich mache jetzt erstmal das Herz hier fertig. Habe ich nämlich vorhin schon gesehen. Und jetzt brauche ich hier irgendwie eine I raus. Seine Krawatte ist das I. Hauptbuch. Kohle. Wumme. Was sehr gut ist, mit Patronen ist noch besser. Und jetzt das Hauptbuch. Und dann gucke ich mir das Hauptbuch an. Sehr viel Rot. Enorme Schulden, vermute ich. Ein USB-Stecker. Mit Bekenntnis. Ist das von Stan? Keine Ahnung, ich nehme es aber mit. Ein Bekenntnis. Demnächst im Kino. Und hier lege ich jetzt Patronen rein. 6 Stück am besten. Zuklappen. Einmal drehen und danke. Möglicherweise ein paar Kugeln. Und ich habe die Hälfte der Munition verbraten. Dafür kriege ich ein Wimmelbild. Was für ein Chaos. Was ist hier passiert? Ach nee, das ist wieder so ein... Was fehlt am Platz? Das ist außer der Leiche natürlich. Okay, ich sehe so schon, dass das da nicht da war. Das war nicht da. Das blutige Hemd war nicht da. Die Leiche ist halt... doof. Das, die Zigaretten waren da, die brennt aber noch. Das Seil ist neu. Der Chemiebaukasten ist neu. Das Hemd beim Stuhl, das darf neu. Warte mal. Okay, der Safe ist schon da. Der Hai ist neu. Majestätisch gefährlich und gefangen. Scheinbar wie Elena. Okay, hier vorne war alles gut. Gleiche. Ich klicke die Leiche halt doch nochmal an. Und wir gucken, was ungewöhnlich ist. Außerhalb der Leiche halt. Und aus der Schulung. Let's see what the clues can tell me. Erzähl mal. Someone, probably Duke, was tied up to that chair. Ja. Jemand, wahrscheinlich Duke, war am Stuhl gefesselt. He was tortured. Er wurde gefoltert. Then Duke's clothes were changed and he was removed from the room. Afterwards, the torturer used the chemistry set and made a poisonous drink. Gifttrank gemixt, ja. He gave it to Stan, who was tied up to the bed frame. Ja, Stan am Bett gefesselt. Könnte auch woanders herkommen. Stan spit the drink out, but then he was forced to drink it up. Das Getränk ausgespuckt worden, getrunken. The torturer then tried to break open the safe with the tools, but he was interrupted. He left, leaving bloody shoes and overalls behind. Oh. Das heißt, wir werden uns jetzt hier umgucken, die Karte umnehmen. We must open that safe before the torturer returns. Bestätigung des Fingerabdrucks. Ja, ja, ich mache erstmal die Karte weg hier. Und die da werden bestimmt zum Geschenk, oder? Manchmal redet man auch so, was passiert ist. Armer Stan, er hat seinen Fehler, er hat seinen Fehler mit seinem Leben bezahlt. Ich habe meine Tochter Veronika ermordet und deshalb nehme ich mir mit demselben Gift das Leben. Es tut mir alles sehr leid. Ich überlasse mein Vermögen meiner wundervollen Tochter Elena. Ich könnte seine Fingerabdrücke notfalls mit einem Tropfen Tinte aufnehmen. Achso, da war nur ein Pfeil kurz. Tinte.
Wieso nehme ich das Hemd jetzt mit? Weil damit was ist. Was hat er sich täglich? Das ist ein Beweisstück. Oh, ein Stift. Hm, sowas aber auch. Den kann ich doch auseinanderschrauben und dann die Tintenpatrone rausnehmen. Und schwupps, habe ich etwas, womit ich seinen Fingerabdruck nehmen kann. Anscheinend. Ich kenne mich jetzt damit nicht aus, aber ich weiß, dass man Klebeband braucht. Danke, toter Mann, der seine Tochter nicht ermordet hat. Ist auch noch eine Zahl.